Willkommen bei LZ Parts, dem Online-Shop der Lüdemann und Zackl AG. Heute in unserer Dialogannahme mit einem Dacia Logan MCV 2. Nehmen wir nicht Dacia Duster, sondern Dacia Logan MCV 2. Fragt man einen Norddeutschen, fährst du Dacia, sagt der, na Logan. Na Quatsch, war nur ein Spaß. Es geht heute um Folgendes, und zwar Ladekartenschutz. Ladekartenschutz aus für Dacia Logan MCV 2. Haben wir. Beziehungsweise, nee, haben wir noch nicht. Wird ungefähr in 3 bis 4 Wochen da sein. Das, was wir hier jetzt haben, ist der Prototyp. Den Prototypen habe ich jetzt einfach nur mal locker auf die Ladekante aufgelegt. Es gibt ja auch den einen oder anderen, der sagt, meine Güte, die Ladekartenschutz bei LZ Parts ist ganz schön teuer. Ja, kann man sehen, wie man möchte. Für den einen ist es zu teuer, für den anderen ist es genau richtig. Also recht machen können wir das einen nicht. Aber die Frage ist immer, was kann Ladekartenschutz eigentlich alles ab? Und ich will euch das nur mal so zeigen, was so ein Ladekartenschutz eigentlich alles ab kann. Brechen oder sowas? Nein. Er ist schwarz durchgefärbt, von hinten bis nach vorne. Die Oberfläche ist ein bisschen veredelt, sieht aus wie schwarz metallic. Deswegen habe ich hier auch einen dunkelblauen. Ich habe leider keinen silbernen Dacia Logan MCV 2 da, sonst hätte ich das damit gemacht. Aber habe ich leider nicht. Von daher, auf dem schwarzen Wagen hätte ich überhaupt nichts gesehen. Vielleicht, wenn man ganz genau hinguckt. Okay, also das Teil kann richtig was ab. Ist UV-Schutz drin, das heißt, er wird nicht milchig oder sonst irgendetwas. Ist richtig schön stoß- und schlagfest. Wenn wir den auf dem Stoßfänger hinten drauf haben als Ladekartenschutz, muss er auch was abkönnen. Auch wenn er etwas kühler ist, dass es nicht gleich alles bricht oder sonst wie irgendetwas. Wenn mal ein Kratzer draufkommen sollte, dann sollte er nicht zu lang werden. Deswegen haben wir diese erhabenen Striche hier drin. Man kann auch Blockdesign dazu sagen, aber es sind ja keine Blöcke, es sind eher so eine Streifen. Streifendesign kann man ja auch dazu sagen. Wollte ich euch mal zeigen. Also in 3 bis 4 Wochen haben wir den da. Das Angebot gibt es übrigens schon im Shop, mal zum Angucken, auch beschrieben. Vorverkauf machen wir diesmal nicht. Hat den Grund, haben wir beim letzten Mal gemacht, und dann klingelt jeden Tag mindestens 2 bis 3 Mal das Telefon. Wann kommt denn das? Wann kommt denn das? Also diesmal machen wir es wirklich nicht. Wir sagen euch nur, es wird in 3 bis 4 Wochen wird es diesen Ladekartenschutz geben, bevor ihr euch vielleicht für den falschen Ladekartenschutz entscheidet. Naja, Gründe gibt es viele. Also, ich lege den einfach mal. Wir haben hier viele Mittellinien. Wir haben hier einen Parksensor, das ist auch eine Mitte. Hier haben wir ein Schloss, das ist auch eine Mitte. Wenn wir ihn aufmachen, haben wir einen Schlossfänger, das ist auch eine Mitte. Und wir haben hier hinten eine Unterbrechung, eine Beklebung. Die Beklebung ist übrigens Butyl, sodass, wenn hier in der Ecke mal euch jemand touchiert, und dann sagt die Versicherung, okay, du kriegst einen neuen Stoßfänger, dann könnt ihr den leicht mit Zahnseide wieder runtersäbeln und für den nächsten Stoßfänger wieder draufkleben. Also die Nachhaltigkeit ist auch da. Ich glaube, das ist durchaus wertsteigernd für solch einen Wagen. In der Form Werterhalt, also keine Kratzer am Stoßfänger hin. Kinderwagen einladen, all diese Dinge, es geht so schnell, weil die Ladefläche hier hinten wirklich großzügig ist beim MCV 2. Jetzt legen wir den einfach mal drauf. Mittig. Und dann nehme ich mal die Kamera und gehe mal ganz dicht dran. Wir haben ja keine Angst davor, dass, wenn man mal unsere Sachen mal von ganz nahen betrachtet, dass die dann immer noch richtig gut aussehen. Also wirklich bündig. Nur zur Information, ich habe gerade eben den Ladekantenschutz einmal gebogen und was nicht alles. Der geht ja auch wieder zurück in seine Ursprungsform. So dass man das mal sehen kann. Wie passgenau ist das eigentlich? Und einmal über die gesamte Fläche. Schön langsam.
damit man sich den einmal ganz genau angucken kann. Okay. Ich hoffe natürlich, dass ich euch mit einem solchen Produkt weiterhelfen konnte. Sagen ja viele, kümmert sich nur um Dacia Duster. Nein, das ist falsch, den nehme ich am meisten ein. Und jetzt gibt es eben halt den Ladekantenschutz für den Logan MCV2. Kommt demnächst bei uns im Shop. Und wollte ich euch nur mal gezeigt haben, also etwas, worauf ihr euch vielleicht oder hoffentlich freut. Hoffe wie immer, dass ich weiterhelfen konnte. Und sage natürlich auch, wie immer, bis denn dann. Das war es leider doch noch nicht. Es tut mir leid. Gerade eben stand hier noch ein Dacia Logan MCV2. Und ich habe ja gesagt, den Ladekantenschutz, den lege ich hinten drauf auf die Stoßstange. Ja, habe ich auch gemacht. Und dann habe ich das Auto rausgefahren und da er nicht aufgeklebt war, was soll ich sagen, ist er mir runtergefallen von der Stoßstange. Und was mache ich dann? Fahre aus Versehen auch noch mit dem Vorderreifen rüber. Nicht schön, aber passiert. Und ich bin ja immer der Überzeugung, dass alles Schlechte, was passiert, man meistens auch noch zum Guten irgendwie wenden kann. Also zeige ich euch das mal von ganz nahem. Also hier, da der Ladekantenschutz sieht noch alles richtig gut aus. Und hier, das lag so auf dem Asphalt. Tja, passiert, bin ich mit dem Vorderreifen drüber gefahren. Aber ihr könnt euch das ja mal angucken. Normalerweise könnte ich ihn jetzt immer noch montieren. Und er ist immer noch passgenau. Nur mal zur Information. Okay. Und passiert, doof gelaufen, in diesem Fall gut, weil dann könnt ihr mal sehen, was dieses Produkt eigentlich kann. Und sage wie immer natürlich, ich hoffe, ich konnte weiterhelfen. Und bis denn dann.